komisch, wie so ein Lebensmittel warm und kalt anders schmeckt. Also finde ich immer wieder erstaunlich. Scheiße, ich habe keinen Rabatt ergattert. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Ich war gerade bei Lidl einkaufen, mal wieder, wo auch sonst. Und habe insgesamt für 135 Euro eingekauft und habe leider nur für 3 Euro Rabatte ergattert. Was sich auch ein bisschen auf meine Laune während des Einkaufens ausgewirkt hat. Ja, ist das jetzt Deutsch? Ich habe auf einmal, je länger ich in diesem Laden war und je weniger Rabatte ich gefunden habe, desto schlechter wurde meine Laune. Ich konnte es gar nicht glauben, dass so eine App mir so schlechte Laune auf einmal bietet, wobei ich die ja vorher sonst auch nie, ich habe ja vorher auch nie auf Rabatte geachtet und jetzt habe ich irgendwie nur 2, 3 oder so gefunden und der Rest war alles erst ab morgen und das hat mich auch geärgert, dass ich jetzt einen Tag zu früh im Lidl bin und so und das war alles so, das war alles irgendwie bei jedem Artikel, den ich gegriffen habe, war so scheiße, schlechte Laune, scheiße, es lohnt sich nicht, scheiße, ich habe keinen Rabatt ergattert. Das war echt, das war wirklich so. Wie gesagt, ich habe ungefähr 3 Euro, irgendwie 3 Euro und 9 Cent gespart und zeige euch jetzt einfach mal, was ich trotzdem Schönes gefunden habe. Diesmal sind da ganz schön viele andere Sachen dabei, die ich sonst nicht so hole. Wie zum Beispiel, ich fange einfach mal direkt an, diese Ernesto Kinderbesteck-Sets. Das sind 2 Sets mit Gabel, Messer und 2 Löffelchen. Einmal, die sagen, für Jungs. Obwohl, nee, da steht geil drauf für Jungs, aber es ist halt blau gefärbt mit Raketen und Planeten, wo meine Tochter total drauf steht. Und es ist einmal rosa gefärbt mit Prinzessin. Also ich denke schon, dass es ein bisschen gendermäßig angehaucht ist. Ich habe einfach beide genommen, ne, damit es hier kein, weiß ich nicht, damit es einfach beides hat. Habe ich einfach mal beide Bestecksachen genommen, weil wir haben erst ein so ein Teil. Und es wird immer knapp, wenn sie die eine Gabel schon benutzt hat, dann ist klar. Muss sie danach immer erst eine große von uns wieder benutzen und hiermit kommt sie doch um einiges besser klar. Dann, und darauf gab es keinen Rabatt, nein, darauf gab es keinen Rabatt. Dann gab es noch hier, das kaufe ich auch nicht so häufig, Spezial-Spülmaschinensalz, weil unsere Spülmaschine gerade so ein bisschen schleierig säubert. Also ist so ein kleiner Schleier, legt sich auf das Geschirr. Übrigens, drehe ich gerade einen Vlog. Ich bin heute dabei, endlich mal wieder einen Vlog zu drehen. Das ist der erste in dem neuen Haus. Ich hatte ja vor einiger Zeit öfters oder fast jede Woche einen Vlog hochgeladen. Habe das dann irgendwie sein lassen, weil ich nur noch mit Foodholz hier beschäftigt war. Und heute dachte ich mir, nö, ich drehe jetzt einfach mal wieder einen Vlog. Hatte ich irgendwie Bock drauf. Vor allem wollte ich euch in dem Vlog den neuen Staubsaugroboter, der saugen und wischen kann, unten im Eingang zeigen. Ich hatte euch schon mal den hier, den da gezeigt, der hier oben steht. Ich habe aber noch einen zweiten, der unten im Flur steht und das habe ich einfach in den Vlog eingebaut. Und ja, wenn es euch interessiert, dann guckt ihr einfach mal im nächsten Video. Das wird nämlich ein Vlog, falls hier die Food Haul Zuschauer auch auf Vlogs stehen und auf meinen Alltag und auf mein, wie ich hier so ein bisschen den Haushalt schmeiße und so. Das seht ihr dann im nächsten Video. Weiter geht's mit Wasser. Mit Kohlensäure für mich, weil ich das ja sehr, sehr gerne mag und nicht so auf dieses Leitungswasser stehe. Ich muss sagen, in Frankreich darf man Leitungswasser trinken, aber ich finde, es hat einen komischen Geschmack. Es schmeckt nach Chlor. Nicht wie in Deutschland. In Deutschland schmecke ich kein Chlor, beziehungsweise bei uns, wo meine Eltern wohnen, da schmeckt es einfach nach nichts. Und hier schmecke ich ganz klar Chlor raus und deswegen mag ich das nicht so gerne. Aber gut, man kann es trinken. Es ist nicht gefährlich. Dann einmal Toastbrot. Unser war jetzt seit einer Woche aus oder so. Und jeden Tag wurde ich daran erinnert, entweder von Tiny oder von Steph, dass wir kein Toastbrot haben, weil die beiden das nämlich sehr gerne als Sandwich ungetoastet essen. Für mich ja der Horror. Kein Horror, aber mag ich überhaupt nicht. Ungetoastete Toastbrot. Getoastet schmeckt ja super lecker. Ungetoastet könnt ihr mich mitjagen. Komisch, wie so ein Lebensmittel warm und kalt anders schmeckt. Also finde ich immer wieder erstaunlich. Dann eine Ladung Socken für 6- bis 8-Jährige. Tiny ist, sie sagt immer 4,5 plus. Sie wird ja im Mai 5. Aber sie ist schon so groß wie eine 6-Jährige, zumindest hier auf der französischen Skala. Ich glaube, in Deutschland ist sie auch ziemlich groß.
Also sie ist schon ziemlich groß. Also sie ist jetzt, wie gesagt, 4,5 plus und ist 1,18 Meter, was schon ziemlich groß ist. Und alle, wirklich alle Socken von ihr haben Löcher. Socken und Strumpfhosen, es ist überall ein Loch drin. Und jetzt habe ich mir gedacht, kriegt sie einmal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neue Sockenpaare. Vor allem fand ich die Farben total süß und schön. Und ja, neue Socken für das Kind. Noch eine Mandelmilch, so ganz sporadisch, dachte ich mir, bin ich vorbeigelaufen und dachte mal, so kannst du immer gebrauchen. Bevor du auf dem Trockenen sitzt, ne? Haben ist besser als brauchen. Und deswegen habe ich nochmal eine so auf Reserve mitgebracht, obwohl die Lade, glaube ich, noch ziemlich voll ist. Haben ist besser als brauchen gilt auch beim Kloreiniger, denn der ist nämlich wirklich alle. Und es war heute ja, dringend nötig, wieder Kloreiniger zu holen, weil ich heute die ganzen Klos im Haus gemacht habe. Dann, was habe ich noch? Oh, dann habe ich hier noch einen Salat, den habe ich aber gerade schon zum Mittag aufgegessen, weil ich über Mittag im Lidl war. Das ist das Beste übrigens. Mittags zum Lidl, das niemand. Niemand. Nur die, die am Arbeiten sind, die sich schnell einen Salat holen und dann wieder gehen. Aber es ist richtig ruhig. Die Gänge sind leer. Die Kassen sind leer. Mittags zum Lidl. Tipp von mir. Und zwar habe ich mir eine Butterbowl gegönnt mit Räucherlachs. Ich liebe diese Butterbowls. Die sind nicht ganz billig. Die kosten irgendwas mit 4 oder 5 Euro. Aber lecker. Und das war gerade mein Mittagessen. Ich kann es euch nur empfehlen. Also wirklich, da ist so Bulgur drin und Salat, Gürkchen, Karotte, ja, Räucherlachs. Richtig, richtig lecker. Und so eine kleine Soße dabei. Dann noch Eier. Und Eier, das war so ein Grund, warum ich schlechte Laune bekommen habe. Weil ab morgen gilt nämlich die Aktion, dass man auf die zweite Packung, ich glaube, 60% bekommt. Und das hat mich schon geärgert, weil Eier, ja, brauche ich halt. Und ich habe jetzt aber keine Lust, extra wegen diesen Rabatten nochmal morgen extra zum Lidl zu fahren. Deswegen habe ich mir jetzt die mitgenommen und dachte mir so, Mist, das war echt. Dann eine Wurst wieder mit dem Label Rouge. Ihr könnt es wahrscheinlich schon bald nicht mehr hören. Es kommt euch aus den Ohren raus. Aber ja, die isst Steph sehr gerne und Tani auch. Die essen die ratzfatz. Bestimmt so eine pro Woche wird hier immer aufgegessen. Dann noch Coupe-Ohr, also diese Knorr, das ist nicht Knorr, das sind, was ist denn das? Was ist das für eine Marke? Coupe-Ohr ist doch die Marke. Maggi, so eine Maggi-Würfel zum Kochen. Und Kuhstäbchen, Q-Tips haben wir schon lange, oder habe ich schon lange nicht mehr gekauft, weil ich noch welche hatte. Und die letzten Male waren sie immer ausverkauft beim Lidl, wirklich. Also in egal welchem Lidl ich war, die waren einfach ausverkauft oder wurden nicht geliefert. Und dann musste ich zum Action fahren und beim Action hatten die nur so Baby-Q-Tips, die so dick sind, wo man nicht richtig reinkommt. Und damit kann ich, damit geht es einfach nicht. Und deswegen musste ich jetzt, oder habe ich mich gerade gefreut, dass es wieder normale gab. Ich habe auch schon diese Waschbaren ausprobiert, diese Plastikstäbchen, die man dann halt wäscht und so. Aber das klappt alles nicht so gut. Nicht so gut wie mit ganz normalen Q-Tips. Immerhin sind die aus 100% Baumwolle jetzt mit Papierstäbchen, also kein Plastik mehr. Das ist ja schon mal eine gute Alternative, würde ich sagen, zu denen, die davor waren. Denn Kinder Country, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Genau das gleiche wie mit Kinder, wie heißen die? Kinder Maxi, diese ganz normalen Kinderriegel, konnte ich auch nicht dran vorbeigehen. Und hier habe ich jetzt aber Rabatte ergattert. Das waren nämlich zu Ostern jetzt, diese Milka-Bonbons, gab es die Aktion, kaufe 2 und 1 kriegt man umsonst. Deswegen habe ich jetzt 3 Packungen, sonst würde ich, glaube ich, niemals 3 Packungen holen. Aber zu Ostern kommen meine ganze Familie, kommt also meine Eltern, meine kompletten Geschwister mit Anhang, plus meine Cousins und meine Tante und mein Onkel kommen. Und da dachte ich mir, da können es auch mal ruhig ein paar mehr Eier sein. Die gehen schon weg. Hierauf gab es auch nur noch heute Rabatt, aber ich weiß gerade nicht mehr wie viel, ich glaube irgendwas mit, weiß ich nicht mehr, 20% oder so. Habe ich die noch mitgenommen und auf den hier auch, Chocolate, das sind so Mandeln mit Schokolade umzogen, da gab es auch ein bisschen Rabatt drauf und auf dieses Marzipan-Ei und ich bin ja ein totaler Marzipan-Freak, wirklich, ich könnte mich in Marzipan reinlegen, es schmeckt so gut, also mir schmeckt es so gut. Schade, dass dies hier mit Praline gefüllt ist. Ich hätte es gerne nur in Marzipan. Gab es aber nicht. Da gab es noch mit Rum und noch mit irgendwas anderem.
Und dann dachte ich mir, ja gut, das kleinste Übel ist mit Praline. Deswegen habe ich das mit Pralinenfüllung genommen. Und für Steph, der meinte letztens zu mir, der kam von der Arbeit und meinte so, Carla, das wäre so schön, wenn du irgendwann mal Cookies machen könntest und die dann so noch warm aus dem Ofen kommen und ich die nach der Arbeit dann essen kann. Ich dachte mir so, ja, sonst hast du keine Probleme, ne? Bin ich hier eine kleine Hausfrau oder was? Aber momentan bin ich ja auch Hausfrau, weil ich von zu Hause halt arbeite und den Haushalt schmeiße. Und dann habe ich die gerade gesehen, so eine tolle Backmischung, und dachte mir so, komm, ich mache ihm einfach heute mal diese Cookies, dann freut er sich. Backmischung, Rainbow Chocolate Cookies, Baking Mix von Bell Bake. Mal schauen. Butter und Wasser noch dazu. 3 Avocados. Im letzten Haul habe ich euch keine gezeigt, weil wir noch welche hatten. Die haben wir gestern aufschnabuliert und jetzt mussten wieder neue her. Oh, wir lieben das. Guacamole mit dem Guacamole-Gewürz von Just Spices. Und dann auf ein Brot. Das mit Brot zusammen essen. Boah, da könnte ich mich reinsetzen. Schön Salz obendrauf. Auch dieses Avocado-Topping von Just Spices auch. Boah, das da drauf. Mm, das mögen wir alle sehr, sehr gern. 2 Mangos. Ist ja momentan irgendwie Tinys Lieblingsfrucht. Obwohl gestern habe ich eine gemacht und da wollte sie die nicht. Es ist auch so ein bisschen immer tagesformabhängig bei ihr. Dann habe ich die gegessen. War aber mega lecker. Also die von Lidl sind super gut. Steph hat letztens eine von Intermarché gekauft. Die war komplett hart, also die war noch nicht reif. Und als sie dann etwas reif wurde, war sie komplett braun von innen. Also die konnten wir komplett direkt wegschmeißen. Von daher bin ich bei Lidl immer ganz glücklich mit den Mangos. Toi, 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 ich hoffe mit diesen auch, weil die nämlich auch schön viel Fruchtfleisch haben. Die sind echt, die haben eine gute Qualität bei Lidl. Bananen gab es ein bisschen Rabatt drauf, da habe ich diesen Coupon eingelöst. Ich glaube 20% oder sowas gab es auf die Bananen. Dann noch Nuggets, Alaska Nuggets, die habe ich euch letztes Mal auch gezeigt und die haben wir hier letztens mit Freunden gemacht und die waren so lecker, dass ich die, und selbst Tiny meinte, die mag gar kein Fischstäbchen und sowas. Pizza nicht, Fischstäbchen nicht, alles was so aus dem Tiefkühler ist, mag sie gar nicht so gerne oder ja, so Fertiggerichte wie Pizza und so. Aber die mag sie sehr gerne, auch wenn die sind wirklich sehr, sehr fettig. Das seht ihr, wenn ihr die im Ofen macht. Das ist schon, man sieht, dass die im Fett paniert wurden, also ne, angebraten wurden. Aber der Fisch da drin, der ist lecker. Also selbst Steph als Franzose, der auch sowas, eigentlich immer so ein Gegner gegen sowas ist, hat die gegessen und meinte, oh, keine, die sind aber lecker. Deswegen habe ich die jetzt nochmal geholt. Bleiben wir gleich mal beim Fisch. Und jetzt habe ich hier wieder normalen Lachs geholt. Letztes Mal hatte ich ja die Fischforelle, weil die günstiger waren mit diesen Coupons. Ich dachte, das wäre der Fischsaft. Nee, aber war gar nicht. Mit den Coupons. Aber jetzt, heute, habe ich gerade noch mal zu dieser Fischforelle, zu dieser Lachsforelle gegriffen. Und dann war das auf einmal teurer als der normale Lachs. Und dann dachte ich mir so, nee, Leute, nee, nicht mit mir. Dann kaufe ich noch wieder den ganz normalen Lachs. Die Fischforelle war bei 19 Euro der Kilo und die bei 18 Euro der Kilo. Dann dachte ich mir, die Rechnung ist schnell gemacht. Und wieder was für die Seele, was ganz ungesund ist, diese Wurst, die Tanja und ich super gerne mögen, die ich auch sehr gerne auf dem Vollkornbrot von Lidl mag, dieses eingeschweißte, was so komplett mit Körnern versehen ist. Und das Brot mag ich auch sehr gerne mit Gouda. Beides ist jetzt am Wochenende leer gegangen, deswegen musste ich nochmal beides nachholen. Und dann habe ich diesmal noch eine kleine Packung Hackfleisch genommen, weil das irgendwie, wenn ich es mache, ist es irgendwie keiner mehr hier. Irgendwie stehen beide nicht mehr so auf Hackfleisch, aber auch selbst ich bin irgendwie so, das esse ich gerne in Suppen, aber jetzt wird es wärmer, heißt Suppen mache ich auch weniger. In der Bolognese, Steph mag keine Tomatensauce in Nudeln und deswegen, und Tiny will ja sowieso auf Fleisch verzichten, von daher war das so, aber die ist so. Ja, deswegen habe ich diesmal nur eine kleine geholt, weil das immer, immer gut ist, wenn es irgendwann mal knapp ist. So mittags machst du schnell das und dann hast du schon mal so eine kleine Grundlage. Dann noch 2 hiervon. Die waren auch nicht im Angebot, deswegen auch nur 2, weil ich noch die anderen beiden vom letzten Mal habe. Eine hat meine Freundin getrunken, die hier zu Besuch war. Und diesmal vom Lidl habe ich jetzt, oder kaufe ich jetzt zum zweiten Mal, weil ich richtig zufrieden damit bin. Das sind die veganen Joghurts. Also das
Einmal mit Kokosmilch und einmal mit, auch mit Kokosmilch, also beides mit Kokosmilch, aber einmal Natur und einmal Zitronengeschmack. Und ich hatte jetzt letzte Woche die hier geholt und esse mir die morgens mit ein bisschen Chiasamen und Müsli und sowas. Und manchmal schneide ich mir noch ein kleines Apfelstückchen da rein. Und es schmeckt super lecker. Also ich bin wirklich zufrieden damit und ich merke einfach, wie gut es mir tut, wenn ich keine Kuhmilchprodukte esse. Genau, dann für Tiny, die wollte unbedingt diese Vanille-Getränke haben. Eigentlich wollte sie diese Quetschis, diese Vanille-Quetschis, die gibt es aber irgendwie nicht mehr beim Lidl. Die habe ich da einmal gesehen, oder ich vertue mich, vielleicht gab es die gar nicht beim Lidl und ich habe mich gerade irgendwie vertan. Aber dann dachte ich mir, vielleicht gefallen ihr diese Trinkjoghurts mit Vanille auch. Sie hat da schon welche im Kühlschrank mit Erdbeergeschmack. Die mag sie nicht so gerne. Manchmal sagt sie, sie mag sie, manchmal sagt sie, sie mag sie nicht. Deswegen ist es immer so ein bisschen. Aber allgemein mag sie Vanille ziemlich gerne. Und jetzt versuche ich es nochmal mit dem Vanille-Trinkjoghurt. Und Reis, Milchreis. Milchreis haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, beziehungsweise jetzt lange. Zwei Wochen oder so, seit zwei Wochen ist unser Milchreis alle. Und jedes Mal fragt sie mich, kriege ich einen Milchreis? Und dann so, haben wir nicht, habe ich nicht eingekauft. Und jetzt habe ich ihn wieder. Und jetzt gibt es noch zu guter Letzt drei coole Gadgets, die ich geholt habe. Das sind keine Gadgets. Das sind einfach nur coole Frühlingspflänzchen, die ich geholt habe für den Garten. Und ich freue mich schon, weil es, wie gesagt, der Sommer kommt und der Sommer steht vor der Tür. Wir haben schon am Wochenende hier die Terrasse sauber gefegt und der Pool wurde fertig gefliest. Steph hat zum ersten Mal den Rasen gemäht, wir konnten auf dem Rasen spielen und es hat sich so richtig am Wochenende nach Frühling, Sommer angefühlt. Und dafür habe ich jetzt gerade nochmal drei Plätzchen geholt. Die zeige ich euch, die stehen unten, weil die ohne Topf waren und nur in diesem Plastiktopf. Und die wollte ich nicht mit hier oben hinschleppen, weil die sonst die ganze Erde verlieren. Also ich nehme euch mal eben mit runter. So, und zwar habe ich diese drei Pflanzen geholt. Fragt mich nicht, wie die heißen. Beziehungsweise müsste es hier noch dran stehen. Aubrieta Twins. Sagt mir nichts. Fand ich aber ganz schön. Ich glaube, die lasse ich hier im Eingang stehen. Dann noch Dipladenia. Dipladenia. Keine Ahnung. Fand ich aber auch super schön, die Blüte. So ein bisschen Farbe im Garten bei uns. Und einen Zitrusbaum. Und es riecht. Es riecht so gut. Ich glaube, das ist ein Mandarinenbaum oder ein Orangenbaum oder sowas. Ja, wie auf dem Bild, ne? Riecht auf jeden Fall super, super gut. Und das sind die drei Sachen, die ich gerade noch dazu geholt habe. Töpfe habe ich noch nicht, muss ich noch besorgen. Deswegen bleiben die gerade erstmal hier unten stehen. So, ich beende den Haul jetzt einfach hier bei uns im Eingang, in der Eingangshalle. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Oder einen schönen Abend. Und ja, macht's gut. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen. Wie immer. Wie gesagt, beim nächsten Mal gibt's einen Haul, nicht einen Haul, einen Vlog. Also auch anschalten. Ciao.